Wir als Thüringer Linke haben uns die Verleihung des Frauenpreises als Zeichen gesetzt für Solidarität, für Würdigung und vor allem auch für Sichtbarkeit, für die feministischen Kämpfe zur Veränderung der Gleichstellung und auch der Teilhabe von Frauen. Noch immer sind Frauen bei der Vergabe von Ehrungen und Würdigungen gegenüber Männern allzu oft unterrepräsentiert. Wir wollen das mit unseren Möglichkeiten ändern und einen Beitrag dazu leisten, dass ihr Engagement, dass euer Engagement und die notwendige Arbeit gesehen und geehrt wird. Ich will keine Klassen, ich will nicht Tassen, ich will auch keine Rassen. Was ich will, ist Augenhöhe. Ich will People of Color, beeinträchtigte KämpferInnen, möchte Arme, Reiche, Wohnungslose mit mir meinen. Ich will nichts anderes als ihr alle sein. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement und deswegen an dieser Stelle auch von mir das Versprechen, mich weiter dafür einzusetzen, dass es zum Beispiel eine Pflegevollversicherung gibt, damit eben wirklich pflegende Angehörige, überhaupt Menschen, die von Pflege betroffen sind, die Versorgung bekommen, die sie verdienen. Der Applaus gehört euch. Lasst euch nochmal schön feiern. Danke für eure Arbeit, für euren tatkräftigen Einsatz. Danke an Sie und euch, dass ihr den Abend mit uns verbracht habt.